Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt hier zu Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 2. Und wir befinden uns kurz vor der Quarantänezone, in der wir uns von Mr. Fink aus seinem Labor eine Haarlocke klauen sollen, die den Songbird damals an Elizabeth gebunden hat. Und ja, wir spielen ja auch dieselbige. Und bin mal gespannt, was es mit dem Geheimnis hier auf sich hat. Und wir sind hier auch in so einem Säuberungsraum. Oh Gott. Okay, da draußen ist auch ein Luftschiff. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, er hat uns nicht gesehen. Sehr schön. Okay, da komme ich auch nicht rein. Aber es gibt vermutlich auch hier wieder irgendwo einen Lüftungsschacht. So, ich glaube, dass der sich nicht so weit rüber dreht. Genau. Ich hätte 6 Lockpicks, die möchte ich aber ungern in den jetzt investieren. Okay, hier vorne habe ich auf dem Luftschiff was blinken sehen. Okay, also dieses Stand-MG da vorne hat tatsächlich den Raum bis jetzt verteidigt vor den Toxikopolen. Ja, schon wieder die Schrotflinte, die möchte ich aber eigentlich nicht. Sie wird mir immer wieder angeboten. Upsala, Entschuldigung. Oha, wo komme ich denn da hin? Quasi ein Hintereingang? Könnte das sein? Munition ist voll. Ja, noch ein bisschen Gesundheit. Ja, das gute alte Columbia. Im Arbeiterviertel sehr industriell gehalten, so. Hab ich das Wort doch noch rausgekriegt. Gut, wollen wir mal sehen, wo es hier hingeht. Oh, da sehe ich. Das ist ein Modell von einem Big Daddy. Ha! Wohin wäre ich hier gekommen? Nirgendwo, ne? Sieht nicht so aus, als könnte ich diesen Haken effizient nutzen. Okay. Hier sieht man tatsächlich, dass die Ideen zu Mr. Handy... Mir scheint, Fink und Su Chong haben sich über ihre Forschungen ausgetauscht. Wie die Lotes-Geschwister. Realitätsübergreifende Zusammenarbeit. Ganz genau. Dass die Ideen, wie ich gerade sagen wollte, für Mr. Handy und auch den Songbird geteilt worden sind. Interessant. In verkleideter Form, ja. Okay. Ich habe Angst, dass hier jetzt gleich Gegner rumhüpfen. Dort blinkt ein Döschen Kaffee. Schauen wir uns das mal an. Das ergibt alles Sinn. Die Little Sisters und die Big Daddies. Songbird und ich. Konstanten und Variablen. Ja. Das heißt, sie, also Elizabeth, ist ein Lager für Adam. Vielleicht sogar die Urquelle von Adam. Ist sie die Mutter von allen Little Sisters? Ich weiß es nicht. Es muss ja einen Lüftungsschacht geben, oder? Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Ja, hier wurde experimentiert offensichtlich. Das sind wohl Versuchstiere. Beziehungsweise Käfige von Versuchstieren. Wo ich glücklicherweise keinen Einblick bekomme. Okay, aber ich kann hier nicht mehr tun. Ist jetzt die Frage, hier müsste dann das Geschütz dahinter sein. Oder? Nein? Oha! Was ist das hier? Sieht aus wie eine Penisbombe. So, was haben wir sonst noch hier? Das ist ein Gorilla.
Ich weiß nicht, ob ich den Hebel ziehen will. Auf jeden Fall erscheint mir das Objekt sehr leblos. Okay, wir versuchen das. Was soll das alles? Prägung. Das ist eine Ersatzmutter. Trennt man ein Gorilla-Junges von der Mutter, prägt es sich auf fast alles. Sogar darauf. Was hat Fink daran interessiert? Songbird. Er wollte ihn auf mich prägen. Ich erinnere mich nur zu gut, dass ihm das auch gelungen ist. Wow. Nachdem hier dann die Revolution ausgebrochen ist, sind hier alle geflohen und der arme Gorilla wurde alleine gelassen. Und musste dann wohl oder übel verhungern, vermute ich mal. Zumindest sieht er nicht mehr sehr lebendig aus, deswegen. Oder es. Gehen wir nicht näher drauf ein. Oh Gott. Das nächste Experiment. Mit einem Hund? Ja, es sieht aus wie ein Hund. Hier wurde Gift getestet. Natürlich das Ganze abgefilmt, damit man es für Beobachtungszwecke immer wieder angucken konnte. Wow. Oh Gott. Was für kranke Bastarde. Arme Kreaturen. Fink bekam ihre Prägung nicht hin und überließ sie ihrem Schicksal. Ja, die tun mir wirklich leid. Steht auch nur noch der Zettel dran, dass es Fehler waren, die nicht funktioniert haben. Okay, auch hier ist alles abgesperrt. Vermute aber, dass wir dort später noch hinkommen, weil dort auch ein Hebel zu sehen war. Oh Gott, das sind ja nicht nur die, die da treiben, da liegen ja auch unten welche drin. Ah. Arme, arme Wesen. Prägung gescheitert. Das kann nicht sein. Sie haben doch eine Verbindung zwischen Songbird und mir aufgebaut. Wie? Ich war so jung. In meiner Erinnerung war er schon immer da. Hm. Alles Opfer einer sehr, sehr kranken Welt hier. Jeder Einzelne. Seine Aufmerksamkeit gehört tatsächlich der Statue. Das muss ein Prototyp sein oder so. Ist der menschlich? Ist das wichtig? Vor allen Dingen, wo ist der Mensch? Wie ist der Mensch? Vor allen Dingen empfindet das Wesen, es braucht Sauerstoff. Ja, alles total verrückt. Kleine Freakshow hier. Sie haben es auch mit Hypnose versucht. Beim Songbird? Wie lief das? So, wie es zu erwarten war. Gar nichts. Okay, wir betreten den Lüftungsschacht. Schauen wir mal, wo uns der hinführt. Okay. Booker, das Kleid.
kleine Mädchen in dem Film. Das bin ich. Mein Gott. Ich erinnere mich. Er ist in den Turm gestürzt. Er hatte wohl gekämpft oder so. Ich war da, hab gewartet. Gewartet, dass irgendwas passiert, aber... Aber er lag nur da. Wimmernd. Ich konnte ihn einfach nicht... Der Löwe mit dem Dorn in der Pfote. So viel zur Wissenschaft. Ich hätte ihn sterben lassen sollen. Ich hätte ihn... Ich komme da niemals raus. Ausgebeutete und Ausbeuter zugleich. Ich, Comstock, du, Sally. Wie ein blutiges Rad, das sich ewig weiterdreht. Ja, genau das ist es. Die Haarprobe. Tja, das muss die Genprobe sein, die Su-Chong wollte. Er hat dich wegen einer Probe deines eigenen Haars hierher geschickt. Er weiß nicht, dass ich das Kind mit der Prägung auf Songbird war. Für ihn enthält die DNS alle Antworten. Leuten wie Su-Chong kommt etwas Empathie wie große Wissenschaft vor. Okay, wir heben gerade die Quarantäne auf. Schaffen wir das? Bitte, bitte. Hier ist keiner. Nein. Oh Gott. Ich geb dir Deckung. Gib dir Kampf niemals auf! Oh Gott, hier sind ganz schön heftige Gegner dabei. Ah! Wo kommst du denn her? Kollege Schnürschnu. Schuh. Nicht Schnu. Okay, was? Ich muss immer noch hier hoch? Oh Gott. Glaub nicht, dass noch... Wow. Ich komme! Okay, dort vorne muss ich raus. Es ist so einfach. Hab sie noch nicht so. Huch! Den habe ich gar nicht gesehen. Und nein, ich möchte keine Schrotflinte. Aber hier kann ich tatsächlich die Waffen der Leute aufheben, interessanterweise. Und hier rechts ist das Flugschiff. Und hier ist der Geschützturm. Ein bisschen Eve können wir brauchen. Okay, wir verlassen diesen schrecklichen Ort wieder. Wie komme ich hier rein? Ah, ich habe die Quarantäne aufgehoben. Genau, jetzt kann ich hier reingehen. Ein bisschen Eve trinken. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Dieser Durchbruch bezüglich des Songbirds lässt meine Vereinbarung mit dem asiatischen Doktor in einem ganz neuen Licht erscheinen. Welche Vorteile sollte mir die Fortführung dieser Partnerschaft noch bringen? Welche Geheimnisse sollte ich nicht selbst lüften können? Su-Chong hat nur ein paar Krümel vom Tisch zu bieten. Aber Jeremiah Fink will das Ganze. Was hast du da? Keine Ahnung. Ich nehme alles mit, was wertvoll aussieht. Tötet die Unterdrücker! Was? Was ist da denn gerade passiert? Hier rüber! Beeilung! Seit wann hast du denn hier was zu sagen?
für ihn geschuftet. Jetzt schufte ich wenigstens für mich selbst. Oh Gott, ich muss tatsächlich da hoch. Komme ich hier rum? Das wäre sehr interessant, wenn das geht. Er wird kreischen. Er wird kreischen. Ja. Oh. Wehe, wenn ich dich in die Finger kriege. Okay, der geht dort weiter. Hier oben sind noch zwei. Okay, hier sehe ich gerade keine Gegner, das ist sehr gut. Gut, da sind wir sehr zügig und sehr gut durchgekommen. Fast zu reibungslos für meine Verhältnisse. Und dieses Schleichen lässt mich echt ein bisschen wenig sprechen hier gerade. Aber das gehört zum Spiel. Und ich könnte eigentlich die ganze Zeit reden, aber da fühlt es sich total falsch an, dass ich hier eigentlich im Sneaky-Modus mich hier durch die Gänge schleiche. Genau, hier geht's links rein, in den Aufzug und wir sind raus. Jawoll! Lief doch echt gut. Bin zufrieden. Glaubst du, dass Daisy überhaupt eine Wahl hatte? Was meinst du? Ungefähr jetzt ramme ich ihr eine Schere in den Rücken, um ein Kind zu beschützen, dem sie nie etwas antun wollte. Sie hat sich entschieden, für ihre Revolution zu sterben. Was ist mit mir? Bei all den zahllosen Welten und Möglichkeiten. Hatte ich jemals eine Wahl? Oder du? Ja, Booker glaubte, er hatte eine. Und was hat es uns gebracht? Wir sind wieder am Anfang. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass die Einzige, die Entscheidungskraft besitzt, Elizabeth ist. All die endlosen Universen. Und doch beschreiten wir genau die gleichen Wege. Ich verstehe nicht, was du meinst. Mein Vater verkaufte mich, um eine Schuld zu begleichen. Comstock sperrte mich in einen Turm. Und ich verkaufte Sally. Weshalb? Aus Rache? Um etwas zu beweisen? Angenommen, wir finden sie. Die Alten vererben ihre Schäden an die Jungen. Ist es jetzt nicht zu spät für sie? Ich schätze, das muss sie selbst entscheiden. So wie es deine Entscheidung war, hierher zu kommen. Rapture verschlingt Kinder. Kleine Mädchen, in deren Bäuchen Gold wächst. Ich werde den Kreis nicht durchbrechen. Mit Glück kann ich ihn vielleicht eindellen. Ein bisschen wenigstens. Ja, das hoffe ich auch, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Aber dazu werden wir leider erst mehr in der nächsten Folge erfahren. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.